Sie haben gerade gesehen, die Seite mit den Bearbeitungsmarken zu bearbeiten ist eine Möglichkeit. Allerdings haben Sie auch schon gemerkt, hier gibt es einige Grenzen und aus dem Grund möchten wir uns jetzt in die Tiefen der Seiten mal bewegen und das machen Sie über ganze Seite bearbeiten. Lassen Sie sich bitte von dem, was Sie jetzt gerade sehen, nicht beeindrucken oder überhaupt nicht verwirren, sondern wir suchen jetzt einfach mal die Systematik, die in so einer Seite im Hintergrund funktioniert. Wir haben also hier die sogenannten Blöcke. Und jeder Block kann für sich selbst auch verschoben werden. Das machen Sie über dieses Vertikal verschieben. Jeder Block in sich hat Elemente, die Sie sozusagen in die Blöcke gestalten können. Damit haben Sie schon mal den Grundaufbau einer Seite kennengelernt, und zwar die Blöcke und die Elemente. Innerhalb der Blöcke und innerhalb der Elemente haben wir verschiedene Symboliken, die Ihnen bei Ihrer Arbeit helfen. Das Plus steht immer für etwas Neues, also hier in dem Bereich das Block, einen neuen Block anlegen. Bin ich in einem Element, kann ich ein neues Element anlegen. Sie können einzelne Elemente kopieren, ausschneiden oder klonen. Das macht sich dann zum Beispiel bei Multiple-Choice-Fragen sehr gut. Sie bauen ein Gerüst und dieses Gerüst wird einfach nach unten geklont. Oder Sie können auch den Papierkorb nutzen, um das Element zu löschen. Ich möchte jetzt mal einen Block löschen, und zwar den Hilfeblock. Das heißt, ich muss auch in dem Block auf das Löschsymbol gehen. Er fragt mich, willst du diesen Block wirklich löschen? Ja. Und Sie sehen, der Hilfeblock ist weg. Sie haben gerade gelernt, dass Sie in den Blöcken über das Plus ja einen neuen Block anlegen können, und zwar immer danach. Und wir haben also auch hier wieder die Standardblöcke, so wie wir auch die Standardseiten haben, haben wir also Standardblöcke und auch Blöcke für Übungen und Spezialblöcke. Hier haben wir den Hilfeblock, den habe ich jetzt erstellt und Sie sehen, selbst wenn Sie zufällig mal etwas löschen, die Blöcke sind relativ schnell wiederherzustellen. Die Bearbeitung erfolgt jetzt über die entsprechenden Felder, indem Sie die Einträge löschen, den neuen Text einfügen und zum Schluss natürlich ganz, ganz, ganz wichtig, das Speichern nicht vergessen. Es wäre schade um die Arbeit, die Ihnen sonst verloren geht. Ein Symbol habe ich Ihnen noch ein bisschen vorenthalten, und zwar ist das das Symbol Ein- und Ausklappen. Das finden Sie über dieses Symbol Einklappen, Ausklappen. Ja, was passiert, wenn Sie auf Einklappen, Ausklappen gehen? Dann erhalten Sie sozusagen die Detailinformationen zu dem jeweiligen Block oder die Detailinformationen zu dem Element. Zum Beispiel bei einem Bild. Kommen wir hier überhaupt an das Bild ran? Also ganz wichtig, Ein- und Ausklappen bedeutet, hier komme ich an weitere Informationen zu dem Block oder zu dem Element. Ein Lernmodul ohne Bilder, das geht nicht. Das ist einfach, das muss. Wenn Sie kein Video drin haben oder keine Audiodatei, dann wäre das jetzt nicht so schlimm. Aber Bilder, das ist das Salz in der Suppe. Schauen wir uns das Einklappen, Ausklappen bei den Bildern noch mal etwas genauer an. Sie haben also einmal eine Bilddatei. Wenn Sie eine Bilddatei eingefügt haben, können Sie über denselben Link eine Bilddatei auch löschen, um dann eine neue einzufügen. Sie können ein kleines Bild einfügen, was platzsparend ist, und Sie können aber auch gleichzeitig eine Vergrößerung einbinden. Das heißt, Sie haben ein kleines Bild,
Der Schüler fährt mit der Maus drüber und sieht das Bild groß. Das ist manchmal auch sehr praktisch und ein gewisser Aha-Effekt. Sie können jetzt externe und interne Links verwenden. Die externen, so wie der Name schon sagt, geht auf das Internet. Und die internen, hier können Sie sozusagen Ihre eigenen Seiten in dem Lernmodul verlinken. Die Ausrichtung beim Bildern haben wir normal, links, rechts oder zentriert. Normal heißt also in dem Falle weder links noch rechts noch zentriert. Also es ist da. Und wir haben eine Bildunterschrift. Das ist ja auch wichtig für den Quellennachweis. Das heißt, bitte nutzen Sie Bilder entweder die freigegeben sind, also mit Lizenzen, die Sie auch dazu berechtigen, die Bilder zu benutzen. Ansonsten immer den Link zu dem Bild oder den Titel, wer ist der Autor und wann haben Sie sich das Bild geholt.